Schleichen wir uns an. Lernen lesen und schleichen. Warum musste es sich unbedingt rausdrehen? Haha, Treffer. Oh, es ist drin geblieben. Pio und Draghi. Alles klar. Da hinten ist noch ein Tangela. Das ist doch ein Tangela, oder? Das ist Tangela. Motherpell. Mutterpell. Ullabohne. Ätherkraut. Staralilli. So, zum Farmen wäre eigentlich Kilia sinnvoll. Okay, ja, ursprünglich war der Plan eigentlich hier erstmal Zeug zu holen, ne? Oh, oh. Ich krieg das nächste Elite-Pokémon, ich werde nicht mehr. Superbälle. Da haben wir das Wahlreiser. Cool, cool. Nicht cool. Verdammt. Nee, nicht viel hier. Luxtra ist gut. Oh, ist das Blizzard? Könnte Blizzard sein. Heftig. Sehr gut. Ja, überrumpelt. Nicht unterrumpelt, überrumpelt. Hier, Stromstoß. Ich hoffe mal, das tötet nicht. Es tötet nicht. Aber ein zweites Mal geht auch nicht. Blizzard, eieiei. Und auch noch Frostbrand. Senkt eventuell Defensivkraft, senkt eventuell Offensivkraft. Dann nehmen wir das. Ja. Knuddeln wir ihn. Weggeknuddelt. So. Müssen wir irgendein Pokémon in seinen Angriff reinschmeißen? Das ist doch blöd. Wie wäre es mit Cherox? Eisattacken sind nicht sehr effektiv. Vielleicht macht er wieder Blizzard. Erholung. Okay. Hat im Schlaf Energie getankt. Eisenschädel? Cool, dann dürfen wir sogar zweimal Eisenschädel. Mit dem Kopf durch die Wand heißt es hier. Hä? Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Jetzt ist Wahlreiser theoretisch gleich zweimal dran. Sobald wir in den Kampf gehen, nicht mehr. Das ist ja verrückt. Ja. Ich glaube, dann können wir auch Nahkampf machen, ne? Verdammt! Können wir nicht. Okay, dann wissen wir da auch Bescheid. Gibt das EP für dich? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das aber. Das hier auch Elite? Es wirkt so groß. Nö. Will uns trotzdem ärgern. Ein Boilen. Und ein Barmelin. Mann, jetzt hüpf doch nicht, du Opfer. Okay, ist drin geblieben. Vielleicht kann der Aquawelle. Ist Level 22.
Ist das noch irgendwie? Keine Ahnung. Ne, wir sind nicht mehr in Fight. Gut. Dann ist das bestimmt ein Elite-Bojelin. Wenn hier jemand draufgegangen ist, dann wird das bestimmt ein Elite-Bojelin sein. Bin ich mir einigermaßen sicher. Gut. Es ist kein Elite-Bojelin. Aber wir haben das Zeug. Fernschauer. Was ist das? Griffel. Den kriegen wir bestimmt auch noch in die Griffel. Zu weit weg. Okay. Dann holen wir den mal. Achso, wir können mal den nächsten markieren. Okay, gut, den halben Weg haben wir dann ja schon geschafft. Ja, komm, was soll's. Schmeißen wir eine Beere. Fuck! Mann, wieso muss das Mistvieh jetzt da reinlaufen? Griffel, du bist doch behindert, ey. Siehst du die Beere noch? Nee. Guck mal. Habe ich dir eben gegen den Kopf geschmissen. Oh, es hat sich umgedreht. Danke. Hätte ich ja nicht gedacht. Okay, es bleibt drin, gut. Oh Mann. Okay, aber ist egal, ob wir entdeckt werden oder nicht. Lage da. So, nehmen wir das mit. Und das. Ich müsste wahrscheinlich viel öfter auf Ursula reiten, aber es nervt, weil es so lange dauert. Weil es so langsam ist. Sei denn, das hat was gewittert. Oh, kommen wir so da hoch? Das wäre natürlich sehr angenehm, wenn wir das Ding hier gleich mitnehmen. Schön. Noch 19 weitere. Mountet der uns ab? Ich glaube da nicht. Oder die. Ey, du! Ist dir zufälligerweise Yorichi vom Bautrupp über den Weg gelaufen? Nicht, dass ich wüsste. Mensch, wo ist der bloß hingegangen? Würdest du mir eventuell bei der Suche helfen? Ich warte ein Stück weiter vorne auf dich. Komm bitte vorbei, sobald du Zeit hast. Alles klar. Guter Wurf. Eigentlich hätte er viel weiter rüber gehen müssen. Oh, da leuchtet was. Da war noch eine Flamme. Ich denke mal, da kommen wir ohne Surfer nicht ran. Doch. Mal gucken, ob wir hier generell absaufen. Ne, okay. Vielleicht teilweise. Ein Pudox. Bestimmt auch aggressiv, ja, dachte ich mir. Wenn schon Papinella aggressiv war.
Wo habe ich denn den geworfen? Was? Habe ich es doch getroffen? Ist ja gut, dann können wir Pflanzenattacke machen. Ja doch, ich habe das Ding getroffen. Unglaublich, so wie ich werfe. Ich meine, ich sag's ja selber, weil es ist ja auch so. Ein Elite-Entoron. Na, wie wäre es? Entoron gegen Entoron? Ich glaube, das hätte was. Ja, moin. Ey. Rein nicht so rum. Oh, das wird Hyperstrahl? Ja, Hyperstrahl. Dreh dich doch nicht so schnell wieder um, Mann. Ist kein Hyperstrahl. Und es fängt auch noch an. Wie behindert ist das denn? Cool. Kann auch Hyperstrahl. Haha. Senkt eventuell die Defensivkraft. Das machen wir. Boah, das macht nicht viel Schaden. Wieso macht es immer eine Hyperstrahl, Mann? Kannst du nicht Wasserattacken machen? Ich habe extra ein Wasser-Pokémon eingesetzt. Volltreffer auch noch, ist klar. Uff. Scherox. Okay, was machen wir? Ich glaube, wir machen Nahkampf. Ja. Oh ja, gut gemöbelt. Klar. Jetzt macht es natürlich eine Wasserattacke. Jetzt. Behindertes Vieh, ey. Ich hoffe, es bleibt im Ball drin. Sonst hat Kilia jetzt echt gelitten. Hyperball. Gut, dass wir die hergestellt haben. Das gab viel EP. Cool. So, da vorne ist der drauf gegangen. Da ist das Päckchen. Sehr gut. Wieder zielgenau daneben geworfen. Was ist denn für ein Baumstamm? Kann man den abholzen? Nee. Plaudergei. Er plaudert auch gerne aus dem Nähkästchen. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt nähen kann. Puff. Wirklich? Dann werfe ich gleich noch einen hinterher. Greift der jetzt an? Nö. Wieso ist der andere denn abgeprallt? Ah, okay. Jetzt. Bei Tageslicht gefangen, okay. Hast du Angst? Nee, du greifst an, ne? Ich glaube, es greift an. Was ist das denn? Ach, ein Staralili, okay. Euch. Oh, eine Verzerrung. Warnt sich an. Da auch noch. Alles klar. Darauf war ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz vorbereitet. Das Boot will ich mir noch angucken. Eine Truhe. Meins. Cool. Cool. Das finde ich stark. Dass es hier auch sowas wie Truhen gibt. Und dass man die dann auch plündern kann. Eine Truhe. Nee. Eine Holzkiste.
Nehme ich auch. Ja, dann holen wir uns jetzt noch hier das Ding und den Lauch. Und dann geht's Richtung zurück. Sobald wir out of fight sind. Oh, Moment. Das Daravi hat uns gar nicht angedingst. Okay. Jupp. Jo, dann lagern wir mal. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein bisschen Lauch. Das ist ja auch gut. War noch schon fast wieder voll. Unglaublich. Sortiert. 93. Dann nutzen wir jetzt, was geht. Fundsachen. Genau das da. Das da. Oh, wir haben Beleber gekriegt. Cool. Rotes Sumpfland, Kobaltküstenland. Ach so, ja, genau, die beiden, da brauchen wir Surfer für. Nö, das stimmt. KP können wir ruhig machen. So, Spezialangriff, ganz wichtig. Init, ganz wichtig. Da dürfte... Ja, komm, machen wir KP noch. Init. Okay. Passt. Okay, sollten wir jetzt zusätzlichen Leistungssand finden, wird das dann einfach wahllos in irgendwelche Verteidigung reingestopft. So, das ist alles okay. Wir müssen einmal weggen. Und dann geht's Richtung Riss. Richtung Riss. In die Rissrüstung. Oh, der sieht aber cool aus. Das Charmian, okay. Ein Schnurrgast. Das hat auch Angst, okay. Komm mal her. Zu weit weg. So weit weg. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, bevor es losgeht mit dem Riss. Ah, die Idee ist gut. Ich pull's noch ein bisschen näher ran. Dann können wir nämlich hier die Zentnerbälle werfen. Uff. Wirklich. Da kommen wir nicht drum rum. Wirklich. Warum denn? Geht doch. So, da ist es. Die Kuppel. Wir kommen in der Donnerkuppel. Gut, das heißt, ich würde gerne die Aufnahme beenden. Die Aufnahme starten und speichern.